Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin ZDB, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge hier heute. Schön, dass du wieder da bist. Wir schauen uns heute nämlich einen neuen DLC an, der genau heute nämlich auf Steam und bei Aerosoft erscheint. Und zwar mit dem Titel Citybus 628C und 628G LF. Das Ganze kommt von Kaiosoft und ja, wird dementsprechend heute verfügbar sein. Ein neuer Payware-Bus, ein neuer Mercedes und den wollen wir uns hier heute mal anschauen. Ein großes, großes Dankeschön hier an Aerosoft, die uns das Ganze bereits jetzt schon zur Verfügung gestellt haben, damit wir euch diesen neuen DLC hier zeigen können. Dementsprechend lasst uns loslegen. Wir sind hier in Polen unterwegs im Projekt Stettin, denn es hat nämlich natürlich einen Grund, denn der ganze Bus kommt nämlich von da. Und zwar steht nämlich hier in der Readme drin, dass es hier insgesamt 22 verschiedene Varianten gibt von den neuen Mercedes. Also einmal den Solo-Bus und einmal den Gelenkbus. Wir haben über 80 Repaints mitgeliefert. Und wir haben hier natürlich noch die Möglichkeit, dass wir das Ganze hier in verschiedenen Optionen ausstatten lassen können. Denn es gibt nämlich insgesamt 25 Setvars. Das kennen wir bereits schon aus den ganzen britischen Bussen, wo ihr die Datei ein bisschen umschreiben könnt. Und dementsprechend könnt ihr den Bus euch so nach Belieben zusammenbauen, wie ihr es gerne hättet. So ein bisschen wie die MAN-Stadtbusfamilie, bloß dass ihr das Ganze nicht in-game machen könnt, sondern ihr müsst das Ganze natürlich dann out, wie sagt man jetzt so schön, müsst ihr das Ganze manuell per Hand im Notepad dann dementsprechend halt eintragen. Und wir schauen uns hier die ganz normale Standardversion heute an, den Solo-Bus. In der nächsten Folge gucken wir uns dann mal den Gelenkbus an. Und dementsprechend würde ich sagen, legen wir los, schauen uns das ganze Modell mal hier so ein bisschen an. Das ist er, das ist wie gesagt der neue Bus, den wir hier zur Verfügung haben. Und ich finde die Qualität, ja, die spricht natürlich wieder mal für sich. Schön hoch aufgelöste Texturen. Naja, wenn wir hier auch nah rangehen, sehen wir das Ganze, das sieht extrem gut aus. Hier, sowas meinte ich, ja, Kaiosoft, das ist vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Nicht so wie bei anderen DLCs, die ich hier schon auf dem Kanal hatte. Und dementsprechend seht ihr, ne, das ist wirklich, wirklich Top-Qualität, die uns hier wieder erwartet. Auch von innen natürlich alles schön hoch aufgelöst, schön scharf alles. Also das kann sich hier mehr als sehen lassen, ja. Wie gesagt, in den Setvars könnt ihr das Ganze halt dementsprechend noch so ein bisschen einstellen, wie ihr es ganz gerne haben möchtet. Möchtet ihr oben eine digitale Anzeige haben oder möchtet ihr halt diesen ganz normalen Schriftzug haben? Möchtet ihr einen anderen Stopptaster haben und so weiter und so fort? Ja, vielleicht ein anderes Ticketgerät, dann könnt ihr euch das Ganze dann dementsprechend dann halt so zusammenstellen, wie ihr es gerne hättet. Allerdings, wie gesagt, halt nicht innerhalb im OMSI, ja, also wenn, während wir fahren, so wie bei der MAN-Stadtbusfamilie. So. Nachdem wir uns das Ganze jetzt mal so ein bisschen angeguckt haben, wir haben nämlich gar nicht so viel Zeit hier, sind wir jetzt hier auf unserem Fahrerplatz. Wie gesagt, ist mal ein Mercedes, den wir sonst so nicht kennen. Ja, das ist mal was ganz Angenehmes, ja, mal komplett mal was Neues. Denn ich glaube, den gibt es auch gar nicht als Freeware-Bus, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Und von daher finde ich das halt immer mal spannend, in so in neuen Fahrzeugen einzusteigen halt. So, wir starten mal das Ganze hier. Wir haben jetzt genau noch 1,4. Oh ja, die Zeit rennt schon. Wir starten mal schon mal den Motor, können hier schon mal Licht überall anmachen und werden wir ganz kurz das Ganze mal hier einstellen. So, Driver-ID, Enter-PIN, das war die 3296, 3296, das machen wir mal, okay. So, wir können schon mal zur Haltestelle vorfahren, würde ich sagen. Dementsprechend lasst uns das mal tun, damit wir jetzt hier nicht allzu spät hier losfahren. Und fahren hier schon mal an unsere Starthaltestelle ran. Dieses Karte Projekt Stettin, die hat man natürlich schon in der Leitstellenfahrt. Das könnt ihr euch ja sicherlich noch daran erinnern. So, ich hoffe, hier ist jetzt richtig. Da hätte ich schon vorher ran muss. Das wird jetzt natürlich ein bisschen spannend. Denn hier stehen wir nämlich gar nicht dran. Ne? Ha, wir hätten doch nach vorne gemisst, oder? Nee, ist die 107? Keine Ahnung. Schauen wir mal, das wird hier schon richtig sein. Und wir werden jetzt hier mal ganz kurz mal schildern. Das ist die 059.00 und das Ganze müsste die 1 sein. Schauen wir mal. Achso, bestätigen das Ganze. So. Nö, wir sind auf Tour 2. Zack. Zack. So. Genau, so wird ein Schuh draus.
So, fährst du jetzt? Das ist sehr löblich von dir. So, na denn. Kurz mal hier unsere Zeit hier warten. Kann es sein, dass hier jemand mitfahren möchte. Ich muss ja allerdings leider die Hilfspfeile anmachen, denn er zeigt mir schon wieder ganz gut an, wo ich hier langfahren muss, nämlich überhaupt nicht. Das ist fantastisch. Oh, warte mal, wir fahren hier gar nicht lang. Ha, wir sind falsch. Das ist das Problem. Wir müssen rückwärts fahren. Ah, so mit dem Schuh draus. Na, dann stellen wir hier rum. Deswegen steigen hier nämlich auch keine Fahrgäste ein, weil die sind nämlich alle dort. Ja, komm, fahr. Da sollen die einmal fahren, weißt du? So, na denn. Dann können sie einsteigen. Hallo. Hallo. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Ja, hier ist natürlich... Wäre es auf jeden Fall interessant, zu wissen, ob man hier noch die Kasse austauschen kann. Denn einmal Schüler, bitte. Die Kasse ist natürlich jetzt nicht so geil. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Deswegen machen wir das Ganze jetzt hier nämlich ein bisschen vereinfacht. Dass wir das heute mal nur so rausgeben. So, damit sind wir auf Tour. So, wir haben nun doch ein bisschen mit Verspätung gestartet hier. Also vom Fahrgefühl fühlt er sich schon sehr, sehr gut an. Ja, steuert sich soundtechnisch, muss ich auch sagen, passt das Ganze. Ja, dieses, du hast halt wieder das Force-Feedback mit dabei. Ja, dass das Ganze natürlich schon wieder rumpelt und pumpelt, ja, wenn du hier über Schlaglöcher fährst und alles was. Also das ist schon ziemlich cool. Wie gesagt, auch die ganzen Texturen, ihr seht's, ne, das ist alles richtig schön knackscharf. Also das ist schon so ein DLC, wie gesagt, wo ich mir jetzt noch so ein bisschen so eine europäische Variante, also so eine deutsche Variante eventuell noch ein bisschen gewünscht hätte. Ja, weil das gibt's hier wohl nicht. Müssen wir mal gucken, ob das Ganze über diese Setbars funktioniert. Aber ich gehe auch davon aus, dass relativ schnell dazu wieder bestimmt das ein oder andere gemoddet wird. Ich muss ein bisschen aufpassen, denn... Ach, Quatsch. Denn das, wir haben wieder Schnee hier. Ja. Wollt ihr einsteigen noch? Morgen. Was willst denn du? Hier gibt es leider noch ein paar Problemchen scheinbar. Denn der Mr. Fahrgast, der redet jetzt nicht mit uns. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Eine Kurzstrecke. So, dann gib mir mal das Geld hier wieder. Wie hatte ich das gerade gemacht? So. Wundervoll. Kannst du schnell während der Fahrt hier abfertigen. Dann passt das schon.
wie gesagt, er fühlt sich halt an wie, das ist so eine gute Mischung, ja, aus dem Ofen 430 und dem C2, finde ich so ein bisschen. Ja, auch vom Aussehen her, ne, merkt man schon, dass er schon so ein bisschen die Form angenommen hat hier von dem C2, ne, aber man erkennt auch irgendwie noch den Ofen 530 raus. Und das ist halt so dieses Interessante, weil du halt dieses Busmodell so noch nie gesehen hast, so wirklich. Und das ist so ein bisschen der Hauptpunkt, der mich hier auf jeden Fall an diesem ganzen DLC schon gereizt hat. Ich meine, jetzt kommen ja nun in der nächsten Zeit kommen ja nun ein paar Busse raus, viele französische Busse, französische Karten kommen ja. In London kommt in diesem Monat noch, ne? Das wird auch nochmal interessant auf jeden Fall. Aber so Mercedes oder sowas, ja, das ist auf jeden Fall mal was ganz, ganz Neues. Und wie gesagt, da muss man jetzt auf jeden Fall gucken, wie er sich jetzt macht, wie er sich modden lässt und alles sowas halt, ja. Hallo. 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 Oh, jetzt gehen. Das ist so ein Problem scheinbar hier, dass die Türen hier nicht so wollen. Das ist ein bisschen anstrengend. Da wird es bestimmt noch zum Release heute wahrscheinlich noch mal ein Patch geben. Und da vielleicht noch mal das ein oder andere hier behebt. So, na denn. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, jetzt hier. Dürfte es ein bisschen glatt werden. Następny przystanek Komuny Paryskiej. Ja, immer auf der Karte Verspätung hast, dann kriegst du dir echt so schwer raus hier. Ich warte jetzt nicht die Stelle hier. Ah ne, das war die andere, das war die Gegenrichtung. Natürlich. Wir hätten ja auch mal grün haben können. Das wäre ja mal von vorn ein Vorteil gewesen. So. Ja, aber sonst hier, wie gesagt, innen drinne seht ihr halt auch, ne? Das schaut hier wirklich alles extrem gut aus. Wie gesagt, vieles kann man hier verstellen, ja. Halt sich so ein bisschen die Bedürfnisse hier anpassen. Aber wie gesagt, ich kann mir den halt so richtig schön in so ein richtig schönes BVG-Kleid hier vorstellen. Ich werde mal gucken, ob ich dazu mal in so ein Regiobus-Repaint hier mal zusammenbastel. Das wäre dann ganz, ganz cool. Wie gesagt, hier rum sehen wir, ne, Cariosoft. Ne, wie gesagt, es sind immer so ein bisschen versteckt hier diese ganzen Sachen von Cariosoft. Aber ich finde, das ist halt noch dezent halt. Dezent gehalten. Das geht in meiner Meinung nach auch vollkommen in Ordnung. So ein bisschen was stimmt ja auch mit der Temperaturanzeige aktuell in der aktuellen Fassung nicht, denn wir sehen da um 3,5 bis 7 Grad. Also keine genaue Anzeige zumindest, ja, wie warm oder wie kalt das ist. Und das Ganze, ne, können wir dann hier zum Beispiel auch hier unten einstellen, dass wir jetzt das ein bisschen wärmer haben wollen. Und dann seht ihr da oben auch, ne, dass
steigt auch schnell an, die Temperaturen, damit sich die Fahrgäste hier natürlich auch wohlfühlen. Wir sehen hier zum Beispiel auch, hier blinkt es, ja, also hier ist ein Tasten, so ein Haltewunsch gedrückt worden an der Tür 2. Ja, dementsprechend müssen wir dann auch dort die Türen öffnen. Ja, wenn jetzt hier irgendwann mal grün wird und ich jetzt nicht noch weiter Verspätung hier kriege, verdammte. Ja, und ich gehe mal davon aus, das wird hier der Drucker sein. Genau, hier sehen wir, ne, Fahrschein normal, kann man das Ganze hier ausdrucken. Achso, der macht es so lange, bis... Wow, das dauert auch gefühlt schon mal 20 Jahre, bis der das ausgedruckt hat. Ja, und hier unten hast du dann halt natürlich die Münzen, die du dann halt dementsprechend wieder rausgeben kannst und alles was. Aber hier, wie gesagt, so eine richtige Kasse wäre natürlich schon schön gewesen. Następny przystanek, Komuny Paryskie. So. Guten Morgen. Ist ja ein bisschen Gewöhnungssache, mit dem Bus hier zu fahren, gebe ich zu. Muss ich da natürlich erstmal auch ein bisschen reinfuchsen, aber ich finde halt, der zieht richtig schön an auch. Also das ist mal so ein kleiner Tempobus hier. Sehr angenehm auf jeden Fall. Manche Dinger sind ja nur wirklich echt schnarchend langsam, ja, bis die da anfahren. Wie hätte es anders sein sollen. So, Retarder springt auch automatisch an, während wir die Bremse drücken. So. Ja, sonst haben wir, ist der Bus halt seine gewohnte Höhe. Knapp 3 Meter hoch ist er. 2,55 Meter breit. Also der Standard halt. Und knapp 12 Meter lang. Ja, und der Gelenkbus ist dann knapp 18 Meter lang, ja, und dementsprechend sind das so die Modelle. Wie gesagt, in verschiedensten Ausführungen gibt es den dann halt, wie gesagt, die können den vorne mit einem komplett abgeschlossenen Kabine haben, ja, oder so eine halbe Kabine, so wie wir es jetzt aktuell haben. Ja, also das ist dann halt Einstellungssache, wie ihr das Ganze denn haben möchtet. Will hier keiner raus? Was ist los? Oder rein? Ja, ihr müsst nicht mit, ne? Wenn ihr nicht wollt, ist mir das auch eigentlich relativ. So, können wir mal schon wieder Heizung hier mal ein bisschen wieder ausmachen. Sehr löblich. Thank you. Hier haben wir so eine kurzen Eisglätte hier. Aber wie gesagt, Verspätung kriegst du hier nicht mehr raus in der Regel. Gerade haben wir falsch geschildert? Nö. Ist alles gut. Następny przystanek. So.
Gumińska na żądanie. Następny przystanek. Ocławska. Następny przystanek. Gocławska. So. Morgen. Szpital Golęcin. Ja, also ihr seht aber selber, ne? Also der fährt sich sehr angenehm auf jeden Fall. Das ist schon so ein, der geht schon in Richtung, fahre ich sehr gerne den Bus. Muss man sich nur mal die Gelenkbus-Variante angucken. Ist wieder glatt. Następny przystanek. Szpital Golęcin. So. Naja, bleibst halt draußen. Ist mir auch wurscht. Gut, weiter. Następny przystanek. Paproci na żądanie. Mal gucken, ob wir hier ein schönes Bild hinbekommen. Naja, so nicht. So, sieht doch ganz nett aus. So. Das muss leider sein. So, Sightseeing-Tour hier. Ja, aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare posten, wie gesagt. Also anfangs, wo ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn schon ziemlich nett. Halt schon alleine, wie er halt ausschaut vorne mit den Scheinwerfern und alles sowas. Diesmal halt komplett was anderes, wie gesagt. Ich bin ja nun kein großer C2-Fan, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Obwohl den BRT C2 fahre ich ja nun doch schon relativ oft jetzt mittlerweile. Weil der halt schon doch ziemlich cool ist. Ne? Aber das hier, das könnte hier schon so ein Bus sein, der sich schon so ein bisschen in die Solaris-Kategorie hier halt einfügt. Ja, das hier zumindest schon mal ein Bus ist, den ich gerne in der Firma hätte. Weil er sich halt so angenehm fällt. Aber wie gesagt, erstmal muss ich gucken, wie es halt mit der neuen Kasse ausschaut und alles was. Weil das, wie gesagt, das muss leider sein. Ich kann mich halt, wie gesagt, ich komme damit halt klar, wie das Ganze halt aufgebaut ist und wie das Ganze halt funktioniert, aber es ist halt nicht, ja, Berliner Standard, sage ich mal so, ja. Aber wie gesagt, wenn man sich halt daran gewöhnt, ja, dann geht das schon vollkommen in Ordnung. Also du kannst das halt überall benutzen. Wie gesagt, ich gucke da mal nach, vielleicht kann ich dazu mal nochmal ein Video machen, wie das zum Beispiel mit DZ was funktioniert, falls euch das interessieren sollte, dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare posten. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch ein Video von der Gelenkvariante geben, das mache ich auch noch. Und dann zeige ich euch das Ganze auch noch, falls denn da nochmal Fragen diesbezüglich denn sein sollten. Denn wie gesagt, nutzt ja gerne die Kommentarfunktion, schreibt am besten alles unten mit rein. Und sonst, ja, war es das hier mit unserer Fahrt hier, mit unserem neuen Bus hier, unserem neuen Content, der wie gesagt ab heute zur Verfügung steht. Wie gesagt, bei Aerosoft könnt ihr euch das gerne kaufen oder halt auf Steam, je nachdem, wo ihr gerne shoppen geht. Aber wie gesagt, wir können hier natürlich Aerosoft
natürlich wärmstens empfehlen. An der Stelle, wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön, ja, für das Bereitstellen auf jeden Fall des Kies und dass wir das Ganze hier zeigen durften. Wie gesagt, hier vorne diese Front, ich finde, die sieht schon edel aus. Ja. Ist Geschmackssache wahrscheinlich wieder, aber ich finde, das sieht edel aus. Ich gucke mal noch mal ganz kurz durch, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Ja, wie gesagt, die ganzen Knöpfe, die du hier drücken kannst, ist hier mit drin. Wie gesagt, wie du Ticket verkaufst und so weiter und so fort. Es gibt noch ein Handbuch, es gibt ein Template, dass ihr euch dann hier, wie gesagt, eigene Repaints praktisch erstellen könnt. Aber das ist alles verfügbar, könnt ihr alles dann runterladen. Und oder wird ja automatisch runtergeladen bei Steam denn. Und dann könnt ihr euch das Ganze dann dementsprechend dann halt so zusammenbasteln, wie ihr es möchtet. Ich werde mal gucken, wie gesagt, ob ich daraus mal so eine schöne Regobus-Repaint mal bastel. Und mal gucken, wie ich das mit dem Set was hier löse. Und dann, ja, schauen wir mal, wie es hier auf jeden Fall weitergeht. Auf jeden Fall ein richtig schöner DLC, gefällt mir richtig gut. Ist ein Bus, der ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-List. Ja, der kann sich mehr als sehen lassen. Auch Dreckstexturen hier, seht ihr, ne, sind wir durch Schnee gefahren. Das macht sich dann immer relativ gut, um zu gucken, ja, gibt es denn hier Dreckstexturen und, oder Drecktexturen? Ja, gibt es, ja. Und die funktionieren halt auch. Großartig. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare posten, was ihr von diesem DLC haltet. Kauft ihr euch diesen DLC oder sagt, nee, sowas kommt mir nicht in die Tüte? Dann, wie gesagt, nutzt ja gerne die Kommentarfunktion. Schreibt es am besten alles mal unten mit rein. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Part hier wiedersehen und uns die Gelenkbus-Variante hier mal angucken. Dementsprechend verabschiede ich mich jetzt hier, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.